Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Christian und Mario. Moin, hallo. Ja, wir haben heute etwas Ungewöhnliches vor, was vor allem du dir gewünscht hast, Christian. Ja, ich dachte so, die ganzen rotweinbeschwipsten Abonnenten, die gerne anspruchsvolle Kost haben wollen, können nicht heute mal kreuzweise, denn heute geht es um beschissene Filme. Genau. Und wir wissen ja anhand der aktuellen Wunschfilmumfrage, dass beschissene Filme gerne gewotet werden. Immer wieder, ja. Nachdem wir letzte Woche einen hochanspruchsvollen filmhistorischen Vortrag gehört haben, geht es heute mal wieder ein bisschen niveauloser zu. Genau, und zwar geht es um Schläferz. Ja, dann bleiben wir doch bei Christian Anders. Ne? Ja, bleiben wir bei Christian Anders. Der Mann hat ja auch zwei ganz tolle Filme gedreht. Beide wurden Schläferz veredelt. Und ja, hätte ich mal zu Recht. Und hätte ich mal gesagt, Mensch, die Brut des Bösen, sein Kung-Fu-Film, das hätte ich mit den Kindern gut gucken können. Nein. Ich habe mir gedacht, nehmen wir doch die Todesgöttin des Liebescamps, seinen zweiten Film, und guck den mit meinen Kindern. Das war ein Spaß. Ja. Schau mal rein. Give up your soul to an everlasting love. Love, love, love. Peace can be yours if you give yourself to love. Love, love, love. I'll be your guide to a loving land of love. Ja, nur ist gut. Ja, aber wirklich. Gott. Na gut, okay, scheiß drauf. ja, die Todesgöttin des Liebescamps. Wer möchte mit seinen 13-jährigen Kindern nicht gerne Black Emanuel Laura Gemser gucken als die Göttliche, die eine Sekte gegründet hat, das Liebescamp, in dem alle sollen nicht so egoistisch sein, sondern nach Gandhis Prämisse leben, dass man alle Menschen lieben soll. Ich weiß nicht, ob Gandhi das so gemeint hat. Mhm. Und ja, ihr bester Mann im Ergattern von irgendwelchen willigen, nymphomanen jungen Leuten ist Christian anders als Dorian, der die Leute dann auch zur Prostitution zwingt und auch gerne mal verprügelt, wenn sie nicht so wollen. Aber trotzdem der Sympathieträger des Films ist. Ja, vor allen Dingen auch die Kohle abkassiert. Die Kohle abkassiert und trotzdem im Laufe des Films zum Sympathieträger wird. Denn wer das Camp verlassen will, der verschwindet auf eigenartige Art und Weise. Ich spoiler mal kurz, die Personen sterben. Da ist die rechte Hand von Laura Gemser, der Göttlichen, die übrigens fast den ganzen Film nur nackt rumrennt und sagt, ihr könnt alle meinen Körper haben. Der Typ ist immer eingeölt. Der sieht immer aus, als wenn er gleich... Genau, da ist er. Der ist den ganzen Film über eingeölt. Der wirft die Opfer immer in so eine Grube runter, wo man nicht sehen kann, wie tief die ist, bis kurz vor Schluss. Was ich übrigens interessant finde, sie haben den schlimmsten Filmfehler gar nicht kommentiert bei Schläferz, denn es stürzt am Ende jemand in diese Grube. Und Christian Anders geht weg und du siehst, wie da jemand, weil die Grube vielleicht einen halben Meter tief ist, mit dem Kopf wieder raus. Echt? Ach, ja. Das ist jedem bei uns aufgefallen. So, da ist er doch wieder. So. Ach was. Und das haben sie tatsächlich ignoriert. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Der Film ist natürlich totaler Humbug. Also meine Frau und ich, wir saßen da, was gucken wir mit den Kindern? Und ich glaube, meine Kinder saßen dort, was gucken wir mit unseren Eltern? Ist totaler Schwachsinn. Christian Anders hat Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben, hat die Musik gemacht und hat die heldenhafte Hauptrolle gespielt, sofern man das Spiel nennen kann. Ein ganz doofer Film, aber wie ich finde, als Schläferz ziemlich unterhaltsam. Die deutsche Fassung ist übrigens die kürzere Fassung mit irgendwie 75 Minuten gegenüber der internationalen Fassung, die über 90 Minuten geht und mehr Sexszenen hat. Ah, okay. War ich jetzt nicht so traurig. Die Zeit, als alle noch Busch trugen und... Und die Deutschen haben das geschnitten. Eigentlich ist es so normalerweise immer umgekehrt eigentlich. Ne? Okay. Nee, sie haben damals das wegen Zensur... Aha, okay. Haben sie es dann doch ein bisschen. Okay. Und ist euch aufgefallen, dass die alle total starken Sonnenbrand haben, die da rumlaufen? Andauernd siehst du so, Christian hat das im Nacken, der ist feuerrot. Okay. Dann mal wieder nicht. Okay. Nein, ich finde ein völlig beschissener Film natürlich. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Der hat wirklich, der macht wirklich Spaß in der Schläferz-Fassung. Der macht sogar Spaß, wenn man ihn nicht in der Schläferz-Fassung guckt mit Gleichgesinnten. Also ich habe mehrmals wirklich laut lachen müssen bei dem Film. Ja. Zum Beispiel diese Entjungferungsszene, wo der Schwarze die da hochhebt. Diese hochheben. Und dann so ein paar Bluttropfen. War super, denn so jetzt kommt die Entjungferungsszene, die Entjungferung vor allen. Und ich saß da so, oh Gott, mit den Kindern, so nein. Und dann nimmt er sie so hoch und setzt sie so runter, dann sieht man, wie so Blut auf dem Boden träufelt. Genau. Und nach 3 Sekunden sagt er, fertig. Ja, ja. Okay, so.
Wow. Das ging schon. Und dann diese Szene, wo dieser Schwarze plötzlich lossingt da und alle am Rumdancen sind und zwischendurch im Schnitt immer ein ganz merkwürdiges, schwules Paar zu sehen ist. Ja, und du bist hübsch. Du bist hübscher du als ich. Ja, du bist hübscher. Er ist so Mitte 50 und der andere ist so 17 oder so. Ja, genau. Und du bist voll hübsch. Und ich so, was? Ding, was ist das denn? Ja, aber es mündet ja in einer famosen Action mit einer Riesenexplosion. Ja, ja. Eine Wahnsinnsbombe, die auch geil ist. Ja, Christian Anders, der hat das ja alles wirklich ernst gemeint. Der hat ja auch später dann tatsächlich so eine Art Sektenprediger geworden, Lanou oder wie er sich genannt hat, der ist ja völlig durchgeknallt. Ja, ich glaube, also, das war so ein Warm-up für ihn, dieser Film, oder? Und seinen YouTube-Kanal, ja, hat er mittlerweile, glaube ich, ja gar nicht mehr. Was der da für einen verschwörerischen Scheiß erzählt hat, das meint er alles ernst. Das wird ja auch tatsächlich in der Schläferz-Fassung von Kalkofe erwähnt. Also, ja. Ne, dass er, ich glaube, AIDS ist menschengemacht, um Schwule auszurotten und was nicht alles. Ich wusste das vorher gar nicht, dass der Filme gemacht hat. Ich kannte den halt nur von der Hitparade halt. Also er hat in manchen Schlagerfilmen ja mitgespielt, aber er hat eben Debüt des Bösen gemacht. Der ist ein paar Wochen vorher bei Schläferz gelaufen. Mhm. Der ist auch unglaublich unterhaltsam. Ein Kung-Fu-Film. Dunja Reiter, ne? Spielt er mit, ne? Ja. Ja, genau. Und, aber die Todesgöttin des Liebescamps ist nochmal eine Spur. Ja. Ja. Völlig. Nee, völlig sein bekanntester sein bekanntestes Musikstück natürlich ein Zug nach nirgendwo. Und wie gesagt, das mit den Filmen, das habe ich erst durch Schläferz tatsächlich erfahren, dass er die gedreht hat. Und ich dachte, ist, oh Mann. Ist euch aufgefallen, der Film ist ja komplett synchronisiert. Also wir haben ja Gabriele Zinti, der übrigens immer mit Laura Gemser gespielt hat, weil die waren verheiratet. Der wurde ja von Klaus Kindler gesprochen. Mhm. Aber Christian Anders, habt ihr die Stimme erkannt? Nee. Das ist Heiner Lauterbach. Ach was, echt? Ja, das ist Heiner Lauterbach. Warum wurde das synchronisiert? Weil die wahrscheinlich ohne Ton gedreht haben. Du hättest dich doch auch selber synchronisieren können. Außerdem haben die ja Unterschiede. Ja, wahrscheinlich konnte das Talente nicht. Das Talente so da, glaube ich, okay. Nicht. So. Und die konnten ja auch nicht alle die gleichen Sprachen, weil Laura Gemser als Italienerin wahrscheinlich dann nicht mächtig, seinem Deutsch zu folgen. Und er konnte wahrscheinlich nicht mal richtig Englisch, keine Ahnung. Interessant ist noch, dass auch Simone Brahmann mitspielt. Damals sehr jung noch. Heutzutage eine bekannte Synchronsprecherin. Ja, ja. Die hat Stammstimme von Sharon Stone zum Beispiel. Ah, ja. Hat sie in Basic Instinct gesprochen und Schneller als der Tod und so weiter. Sie ist ja die weibliche Hauptrolle quasi. Ja, ja, genau, genau. Ja, also sie kann ja überhaupt nicht schauspielen. Also was die wohl dazu sagt heutzutage, dass sie in dem Film mitgespielt hat. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr den gucken, Leute, wenn ihr Spaß an Trash habt, das ist ein wirklich witziger Trash-Film. Das ist die Form von Trash, die Spaß macht. Ja, ja. Es gibt andere Filme in diese Sex-Richtung bei Schläferz. Ich, ein Groupie mit Ingrid Steger, da sitzt du und denkst, erstmal langweilst du dich zu Tode und zweitens ist das Ding so frauenfeindlich, dass du teilweise schon denkst, so, Alter. Ich, ein Groupie? Ja, ganz furchtbar. Mit Vergewaltigung und allem und das ist alles ganz toll. Wow, und du sitzt da so und denkst so, Alter, ich halt's nicht aus. Ja. Und es gibt ja auch andere ganz schlimme, wie Daniel der Zauberer lief ja auch. Ja. Und da kann auch Schläferz nichts retten. Nee, Daniel der Zauberer ist einfach ein Kackfilm und der ist einfach öde. Das stimmt. Und sowas haben wir uns heute auch netterweise nicht ausgesucht. Nee. Nee, der lief ja auch hier auch schon. Der musste doch schon mal besprochen werden hier, ne? Oder nicht, ne? Ich glaube, wir hatten Daniel ihn schon mal. Schon ja, ich glaube, der wurde schon besprochen. Mussten wir schon durch, ja. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.